Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Wurag, und diese Therapie ist nach kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands 2 in dem schönen Örtchen Opportunities, was ja der Herr da von Hyperions gebaut hat. Und zwar, da wollen wir gerade ein paar Stimmproben von dem Mann haben. So. Wusstest du, dass du auf den zukünftigen Standort des Opportunity-Vergnügungspalastes starrst? Richtig. Für 1000 Mäuse kann man sich dort eine Stunde lang mit einem lebensgroßen Abbild von mir vergnügen. Alles klar. So, da haben wir jetzt genug. So, lade die Stimmprobe auf Angel hoch. Okay. Das ist sowieso ein bisschen merkwürdig, dass die Alte uns hilft oder doch nicht hilft. So richtig werde ich dann noch nicht schlau. Auf alle Fälle soll Lilith ja nicht in ihre Nähe kommen. Wenn das nicht ein Badass ist, dann weiß ich auch nicht. Nein, schlimmer, ein Constructor. Dafür haben wir nämlich das hier dabei, mein Freundchen. So, dann haben wir nämlich noch einen gewonnen. Gut, damit hat sie das ausconstructed. Macht einfach zu viel Spaß. Oh, okay. Du, mein Freund hier. Was hast du dabei, mein Freund hier? Oh, ein Mod. Okay. So. Wir lassen uns schon wieder von laufenden Kühlschränken hier ablenken. Oh. Wir wollen das zu Angel hochladen. Die Frage ist nur, wo können wir dieses... Aha, aha. Ah, da unten drinnen. Geh mal kurz hier runter, da lang. Geht das jetzt hier auf? Nein, geht nicht auf. Wie kommen wir da hin? Wie finden wir, besser gefragt, wie finden wir aus, wo wir hin müssen? Oh, da vielleicht nicht so. Einmal gekonnt, da schon Punkt hier runter. So. Diese Richtung vielleicht hier. Ah. So, das war der gekonnte Schuss. Da hat er gleich sein Feuerwerkzeug hier los. Bring die Taschenuhr an, schnell. Okay. Ne, mach ich nicht. Erstmal. Oder, naja, langsam. Genau. Mal gucken, ob wir ein Pistolen hier mitnehmen können. Alles voll. Genau, langsam. Bloß nicht hetzen. Alles klar. Weißt du nicht, ob hier was reinkommt? Ich sehe die Dateien. Schön, dass du die siehst. Fertig. Und jetzt nimm den Stimmmodulator. Gut. Jetzt wirst du leider mit Jacks Stimme sprechen, bis du die Sicherheitstür erreichst. Das Passwort, um sie zu öffnen, nenne ich dir zu gegebener Zeit. Alle? Stimme. Fühlt es sich so sehr falsch an? Ich kling wie ein Arsch. Alles klar. Wir klingen jetzt wie Handsome Jack. Aua. Hast du wirklich gedacht, du kannst dich vor mir verstecken, Angel? Hast du das echt gedacht? Ja. Sag deinem Freund leb wohl. Oh oh. Los. Bis bald. Jo, bis bald, Uschi. Du hast die letzte Tür zur Angels Kontrollkanne überwunden, was? Ja, nur fast. Normalerweise hat sie ihren Teil der Abmachung eingehalten. Zeit, dass wir uns erkenntlich zeigen. Komm zurück, dann stehlen wir uns einen Kammerschlüssel. Alles klar. So, wir gucken mal noch auf die Map, was wir hier noch zu tun haben. Ob hier was abgeben ist. Nein, alles in Century. Damit ist der nächste Station auch klar. Und zwar Verkaufsautomat. Diese Ware findest du nirgendwo. Dafür oh. Dies ist eine Botschaft an den Crimson Raider Widerstand. Seht ihr diese schimmernde Stadt am Horizont? Der widersteht ihr ihrer Schönheit, Reinheit, Ordnung. Denkt drüber nach, wenn ihr das nächste Mal in eurem eigenen Dreck schlaft. Okay. Den können wir nicht nutzen. Da müssen wir mal schauen, ob wir damit was ankommen. Was haben wir? Den haben wir hier drinnen. Mehr Gesundheit und dergleichen. Sniper Rifle Schussschaden, Sniper Rifle Crit-Schaden, Schildkapazität. Den können wir wegnehmen. Und der hat bloß Pistolen auch weg. So, die müssen wir mal einsetzen. So, Assault Rifle. Die ist schlechter und die andere war auch besser. So, 300, die kann weg. Die kann weg. Die kann weg. So, Bazooka. Wollen wir nicht drüber reden? Ah, Shotgun. Shotguns ist mal relativ schwer zu unterscheiden, weil die immer so gleich sind. Aber auf alle Fälle ist die schlechter. So.
Nehmen wir mit 217, nehmen wir 200. Ah, ist schwer zu sagen. Müssen wir mal damit helfen? Auf alle Fälle scheint die schlechter zu sein. Alles klar. Das ist auch ein super Ding. Den müssen wir mal ausprobieren hier. Den Drum Splash Blaster. Aber gut. Submachine Guns. Sniper Rifle. Ah ja, hier haben wir die Feuervariante. Genau. Und gucken wir mal der hier. Die hat 416. Gut. Damit hat sie das auch erledigt. Bei den Snipers. So, hier haben wir eine mit auch erledigt. So, haben wir hier. Ah, hier haben wir noch die Variante mit dem Dings. Dann können wir die behalten und die können wir verhökern. So. Dann haben wir eine Feuer. Die Variante Elektro. Passt doch soweit. Ich bin begeistert. Wobei die Schlecke nicht mehr ganz so witzig ist, weil die hat kaum Bums. Aber gut. Damit haben wir wieder Platz im Rucksack. Gehen ins Inventar rein. In den Inventar können wir nämlich dann nochmal schauen, dass wir die Dinger ja einsetzen. So, auch erledigt. So. Dann sind wir jetzt wirklich hier fertig und können nach Century reisen. So, auf nach Century. Und da haben wir dann eine ganze Menge an Quests abzugeben. Da hoffen, regnet es ein bisschen Belohnungen in Form von XP. Vielleicht schaffen wir dann auch mal das nächste Level. Wäre auch mal eine tolle Sache. Aber guck mal, wo fangen wir an? Natürlich nicht bei der Hauptquest. Das ist schön. Da gehen wir dann auch nochmal hin, wenn wir mal kaufen gehen. Aber erstmal gehen wir mal zu Moxies. Hallo Moxie, kleines Popoxy. So, nun, da der Vorräter tot ist und die Baustelle überflutet, ist es Moxies Rachedurst gestillt. Fürs Erste. Okay, man braucht zwei, damit einen Ärger bekommt. Spawn 5 Bullets, ah ja. Alles klar. So, nächste Station. Mal gucken, wo wir da hin müssen. Ah ja, das war ja, der Claptrap hat ja auch eine Quest gehabt für uns. Da werden wir auch mal hinrennen müssen hier. Ach, da ist nix. Oh, mal gucken, wo wir den Rest dann loswerden. So, Claptrap. Dr. Satter. War mal ja auch schon lange nicht mehr. Hallo, Clappy Trappy. Okay, nun, da die Statuen von Hans und Jack zerstört sind, wird die Opportunity für die flüchtige Betrachter ein wenig weniger scheiße als zuvor. Ein weniger. Roboter, die nicht tanzen können? Alles klar. Schalte Kopf für die Schnellwechselsystem frei. Alles klar. So, gucken wir, wie das questtechnisch aussieht hier. Da haben wir noch ein paar Heimatvideo. Da können wir auch noch abgeben, ja. Ah, das ist dann hier unten. Alles klar. So, das haben wir jetzt. Den Kopf hier mal aktiviert. So. Schnellwechselstation müsst mal auf, wenn wir gehen. Könnt ihr reinschreiben mal in die Kommentare, ob wir mal wieder unser Aussehen ändern sollen. Einfach rein in die Kommentare und dann gucken wir mal, was geht. So, was jetzt geht, ist auch klar. Wir gehen noch die letzte Nebenquest ab, Heimatvideo und dann geht's weiter, Hauptquest. So. Das war, glaube ich, eine Mission von Lilith. Ja. Keine Diskussion. Du gehst nicht ohne mich. Basta. Ich brauche dich hier, um Sanctuary zu beschützen. Alles Wenn klar. Das Ganze eine Falle ist, dann musst du diese Leute retten. Alles Weil klar. Angel gesagt hat, ich soll nicht mitkommen, gib's doch zu. Lilith, verdammt, vertrau mir einfach, okay? Wenn du draufgehst, bin ich stinksauer. Alles bemerkt. Wenn du überlebst, reiß ich dir die Klamotten vom Leib. Ebenfalls bemerkt. Niemand will das hören. Genau, hast du recht. Ich hab nichts für dich, tut mir leid. Ich denke mal, dass Lilith da nicht rein darf, hängt damit zusammen mit dem Iridium und sowas. So, hallo Lilith. Du hast den Rest der Universum davon überzeugt, dass Jack große funkelnde Stadt in Wirklichkeit ein großer funkelnder Todesfall ist. Du hast außerdem Moxies Kamera angefasst, was bedeutet, dass du dir wahrscheinlich die Hände waschen solltest. Mit Säure, alles klar, Lilith. So, jetzt haben wir hier Auswahl. Kämpfen um dein Leben, 90% erhöht, neue Startgesundheit um 10%. Auch ganz interessant. Na, werden wir mal mitnehmen. So, und dann natürlich Main Quest. Hole dir Hans und Jack Stimmser mit der Taschenuhr in der Hand, Briggs Captain an deiner Seite und den hochgestuften Cap Laptop in Century. Bist du nun bereit, die Control of Angel zu stürmen und dir die Kammerschlüssel zu schnappen? So. Es ist soweit, Leute. Lilith, Mordecai, ihr beschützt die Stadt. Briggs sorgt für Luftunterstützung von 1000 Cuts aus und ich klettere hoch zu Control Core Angel. Noch Fragen? Ja,
Warum gehe nicht ich? Ich will Hyperion das mit Bloodwing heimzahlen. Aha. Das wirst du auch noch. Aber für den Moment musst du Sanctuary schützen, falls das hier wieder nur eine Falle ist. Du bekommst deine Rache, Mordecai. Das verspreche ich. Wenn du das sagst, Roland. Kammerjäger. Die haben vielleicht eine Chance, den Kammerschlüssel zu klauen und Jack daran zu hindern, den Krieger zu wecken. Alles klar. Du musst nur an dem Kraftfeld vorbei, das dich atomisieren kann, den Bunker zerstören, der genug Feuerkraft hat, einen ganzen Kontinent zu plätten, und durch eine Tür gelangen, die du unmöglich aufkriegst. Damit meint er, wir werden wohl sterben. Es wird Zeit, Claptrap nach Thousand Cuts zu bringen. Er muss das Kraftfeld lahmlegen. Klingt alles supi. Lasst sie leiden, Leute. Das wird sicher lustig. Das ist die richtige Einstellung. Genau, Brex, das will ich hören. Das ist die richtige Einstellung. Immer dieses Ernst hier. So, was stellen wir nun an? Slap. Ja? Ich wüsste gerade nichts, was umgelegt werden müsste. Aber bestimmt fällt mir bald was ein. Da bin ich mir bei dir sicher, mein Freund. So, was wir jetzt noch machen werden, bevor wir die ganze Mission starten. Wir gehen mal zu Crazy Earl und gucken mal, was wir mit unserem Iridium anfangen können. Weil davon haben wir eigentlich deutlich viel zu viel. So, hallo. Super, genau. Wie viel haben wir denn? 39. Gucken wir mal rein bei den Sniper. Wo ist er denn? Sniper ist hier unten. Das kostet schon alleine 20. SMG wäre 12. Shotgun. Ja, nehmen wir das auf alle Fälle mit. Und das nehmen wir mit. Ja, da fehlt mir genau jetzt eins. Pistole, setzt man die so oft ein, da fehlt uns auch eins. Supi, da fehlt uns eins. Erhöhen des Saves, und was haben wir hier? Gut, reden wir mal nicht drüber. Sieht kacke aus. Könnt ihr Pistolen erhöhen? Machen wir aber nicht. Merke, ich hab die auch lieb. So, auf zu Claptrap. Überredet Claptrap, dir zu helfen. Darf er einmal gegenlaufen hier? So, machen wir das Einfachste zuerst, Claptrap. Es wird vermutlich einige Überredungskunst kosten, damit Claptrap nach 1000 Cuts kommt. Alles klar. Ja, das hätte auch eher sagen können. Okay. Untertan, auf nach 1000 Cuts. Oder auch nicht. Ich verpflichte dich als meinen Untertan und dann greift Angel zufällig Sanctuary an. Kapierst du nicht? Jack hat es auf mich abgesehen. Es wird Zeit zurückzuschlagen. Wir treffen uns in 1000 Cuts. Okay. Das war ja einfacher als gedacht. Verdächtig einfach. So, was haben wir denn noch so an Quests? Eigentlich offen haben wir noch irgendwelche Sachen, mit denen wir uns sonst so beschäftigen können. Das sind diese, Banditen töten, ja. Töte für die Hyperions Corporation. Banditen. In Lynchwood. 100 Stück. Könnte man so zwischendurch mal reinziehen. Sollte man vielleicht mal ins Auge fassen. Genau, gehen wir, bevor wir der Hauptquest weitermachen, kümmern wir uns mal um diese Aufgabe. Wobei das ja für die Hyperion ist, aber Banditen nehmen auch keine Rücksicht auf uns. Also von daher, feste drauf, würde ich sagen. So, da ist die Tür. Nicht klar. So, killen wir einfach mal ein paar Korrosion. 25 Stück. Das sollte man hinkriegen. So, brauchen wir uns ja hinstellen hier. So. So. Das ist ja auch wieder übelst der Freund, ja. Wir haben ja schon ordentlich an Bums da. Militärischer Art. Und der fällt einfach nicht um. Da war Nummer 1. Mit Säure. Also die Richtung, die wir gleich weitermachen, ja. So, Nummer 2. Wir mal, wir sehen aber hier die ersten einfach mal durchsetzen, ja. Alles klar, mein Freund, ja. Ducken ist scheiße, würde ich sagen. So. Der nächste, ja, haben wir schon die ersten 4 Stück schon mal mit Korrosion zerlegt. Die sind aber auch brutal zäh hier, unsere Freunde, ja. Dafür, dass wir hier schon so hochgelevelt sind. So, kannst du mal umfallen. Du kannst auch mal nett sein. So. Wer schießt denn eigentlich noch? Ah, du schießt da auch noch ein bisschen rum.
So, auch erledigt. Und hier oben, da haben wir noch den Freund da. Da kam gerade eine Granate geflogen. Was ich persönlich nie so nett finde. Das einfache Werfen von Granaten hier. So. Der hätte oben die Korrosion mal so weit hinkriegen können, dass du umfällst. So. Dann wird aber jetzt richtig gesnipert hier. Oder sackt er dann so langsam zusammen? So, auch mal weg mit dir. Also ein kleiner Zwerg ist auch noch da hier. Geht gar nicht. So kleine Schritte kann ich gar nicht machen. So. Haben wir schon die ersten 12 weg. Irgendwo da hinten ist noch. Ah, da ist noch einer. So. Schön, dass du da bist, auch was schießt, wo keiner ist. Alles klar. So. Das wäre super, wenn der mal ein bisschen rauskommen würde hier. Eigentlich ist die Zeit für heute schon wieder längst um. Aber den faulen Sack da hinten will ich noch haben, ja. Okay, jetzt geht's halt immer darüber. Das kann doch nicht sein. Der hat auch jetzt verhustet hinter den Ohren, man muss mal so sagen. So, aber jetzt. So, da war die Nummer 13. So, da haben wir das auch mal geklärt, da haben wir so die ersten gesammelt. Mal gucken, Schock haben wir auch da. Explosiv fehlt uns ein bisschen. Feuer dürften wir haben. Damit werden wir uns dann die nächste Zeit vertreiben. Explosions müssen wir mal gucken, ob wir eine Explosionswaffe noch kriegen. Aber dafür beim nächsten Mal mehr. So, machen wir die Quest dann nochmal durch. Dann können wir uns um Angel und Co. kümmern. Wollen ja nicht zu schnell fertig werden mit dem Spiel. Wäre schade drum, weil da macht ja so viel Spaß. Was auch viel Spaß macht, ist das, was nämlich jetzt kommt. Was kommt immer am Ende? Genau, das hier. Das hier am Ende ist die Endcard. Auf der Endcard gibt es wie immer eine Videoempfehlung. Und zwar Junk-Ausgabe von Command & Conquer Alarmstufe Rot 3. Da wird es dann demnächst auch weitergehen. Ich hoffe bald, wenn ich Zeit finde. Ich will das Spiel nämlich abschließen. Ich will nämlich keine unabgeschlossenen Spiele hier bei mir auf dem Kanal haben. Das ist nicht schön. Also, da geht es auf alle Fälle weiter. Da könnt ihr nochmal reinschauen, was der Stand der Dinge ist. Mich würde es freuen, da nochmal von euch zu hören. Für alle, die das erste Mal hier sind, der YouTube-Button, der abonniert den ganzen Kanal. Das ist auch toll, weil dann seid ihr ein Teil der Gruppentherapie. Und nun die Familie wächst immer mehr. Umso größer die Gruppe, umso mehr Terror zum Therapieren. Tja, was auch sonst noch fein ist, das ist der Kommentarbereich unter dem Video. Der wartet nämlich auch euch, genau, auf euch. Und zwar auf eure Kommentare. Einfach nette Sachen reinschreiben, füllen. Und wir haben auch was zusammen zum Lesen, weil ich antworte nämlich dann darauf. Das ist doch auch super Sache. Was auch super Sache ist, Social Media Kram, Google+, Facebook und Twitter. Gerade auf Twitter versuche ich immer ein paar Infos rüberfallen zu lassen. Sonst, was haben wir sonst noch fein ist? Genau, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn nicht, ist auch okay, denn ich bin Mac Burago und sag's Servus und Ade.